im bayerischen Regenstauf ist heute ein großer Tag. Beim Malteser Hilfsdienst steht die Abschlussprüfung für Sanitäter an. In der Rettungsdienstschule bereiten die Prüfer gerade die erste von insgesamt 5 Aufgaben vor. Reanimation an dieser Puppe. Jürgen Thomalla und Maximilian Land überprüfen, ob die Geräte einsatzbereit sind. Im Berufsalltag würde es hier um Leben und Tod gehen. Bis bei einem Unfall der Notarzt kommt, hängt nämlich alles an den Rettungssanitätern. Jeder Handgriff der Prüflinge muss daher sitzen. Ganz alleine werden die Kandidaten dabei aber nicht sein. Er hat hier heute einen Helfer dabei, der alles kann, aber nur das tut, was man ihm sagt. Das heißt, er muss auch den Einsatz leiten, muss die Organisation übernehmen, die Maßnahmen dementsprechend durchführen und versuchen, den Kreislauf wiederherzustellen. Die Prüflinge haben eine 3,5-monatige Ausbildungszeit hinter sich. Wenn sie jetzt nicht bestehen, dann können sie nur einmal wiederholen. Kein Wunder, dass die Aufregung groß ist. Auch bei Michaela Scharf aus Adelkofen. Für die 24-Jährige geht es heute um nichts anderes als ihre gesamte berufliche Zukunft. Es ist jetzt ein großer Wunsch, den Rettungssanitäter zu bestehen, ja. Und ich mache das hauptberuflich. Von dem her hängt da jetzt auch sehr viel dran. Und ich bin gespannt, wie es mir geht. Tag und Nacht mit dem Rettungswagen im Einsatz. Das ist nicht für jeden ein Traumjob, aber für Michaela fast schon Lebensinhalt. Meine Mama ist total stolz auf mich, dass ich das jetzt mache, dass ich im medizinischen Bereich meine Berufung gefunden habe, sage ich jetzt mal. Und gerade als Frau dann, wenn man RTW fährt, ich habe einen Lastwagenführerschein gemacht. Hierfür ist dann auch schon im Bekanntenkreis so, oh, die Michaela fährt Lastwagen. Das ist dann schon ein gutes Gefühl, ja, doch, es bestärkt einen. Ben Neumann arbeitet bereits bei den Maltesern, allerdings im Büro. Rettungseinsätze fahren wäre sein großer Traum. Mir ist zwar ziemlich schlecht, aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Einige Kandidaten machen noch Trockenübungen am Pullover. Die Anspannung steigt. Als erstes ist Michaela dran mit der Reanimation. Drinnen warten schon Puppe und Prüfer. Ich hoffe darauf, dass das alles so läuft, wie wir die Reanimation auch geübt haben. Und dass nicht irgendwie der Fall eintritt, dass ich mir denke, so, okay, ich bin jetzt völlig aus meinem Leitfaden raus und weiß nicht, was ich tun soll. Ja. Wird die junge Frau dem Druck standhalten? Alle sind startklar. Hallo. Hallo. Gut, geht's los? Ja. Fühlst dich bereit für die Prüfung? Ja. Fit? Ja. Super. Dein Kollege, ihr zusammen seid auf dem Krankenwagen, habt dort Dienst. Ihr seid im Park. Zum Einsatz unterwegs jetzt, der als Erstversorger. RTW und NF sind schon mit alarmiert. Der Patient ist als bewusstlos gemeldet. Die Zeit läuft. Hallo? Können Sie mich hören? Hallo? Patient reagiert nicht auf Ansprache, bitte Absagbereitschaft herstellen. Notarzt ist alarmiert. Der Notarzt kommt, ja. Atemwege sind frei? Ja, die Atemwege sind frei. Thorax-Exkursion, spüren, du hörst und siehst auch keine Atmung. Keine Atmung. Absaugbereitschaft ist hergerichtet. Bitte Beatmung vorbereiten mit Sauerstoff. Ja. An der linken Karotis kannst du keinen Puls spüren. Sowohl auch an der rechten keinen Puls. Kein Puls tastbar. Bitte 30:2 Thoraxkompression beginnen. Ja. Der Assistent startet die Herzdruckmassage. Und auf 25 laut mitzählen. Alles klar. Elektroden 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ich drücke weiter. Elektroden anschließen. Vorsichtig, ich beatme. Alles klar. Ich beatme, kommt an. Thorax hebt und senkt sich. 5, 6, 7, 8, 9. Alles klar. Zurücktreten. Herzrhythmus wird auf. Bitte weg vom Patienten. Ne? Achtung, weg. Achtung, Schock. Okay, bitte weiter. Ja. Achtung, wir tauschen. Alles klar. Zurücktreten. Du könntest schon mal Stethoskop vorbereiten, bitte. Okay. Der Patient bewegt sich. Er hebt den linken Arm leicht an und zieht Luft. Gut, dann taste ich jetzt mal Puls an der Karotis. Du kannst einen kräftigen Puls mit der Frequenz feststellen, wie du auf dem Monitor siehst. Dann richten wir mal bitte nur Blutzuckmessgerät her. Okay. Nur herrichten. Ich kann mal gleich messen. Messen wir gleich. Die Blutzuckermessung ergibt
40. Der Blutzucker ist 40 Milligramm pro Deziliter. Mhm. Dann richten wir bitte eine G40 her. Alles klar, ziehe ich auf. Der Notarzt trifft ein. Sehr gerichtet. Ich bin der Notarzt. Sehr schön. Patient so vorgefunden, bei Eintreffen des Rettungsdienstes keine Atmung, kein Puls, nicht bei Bewusstsein, reanimationspflichtig. Wir haben dann mit der Reanimation begonnen. Medikamente sind vorbereitet. Für die Übergabe an den Notarzt muss sie ihr Vorgehen knapp erklären. Und schlägt sich wacker. Bin ich entlassen. Ganz genau. Wunderbar. Vielen Dank. Dankeschön. Geschafft. Michaela hat die erste Teilprüfung hinter sich. Ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei. Also mir ging es wirklich gut. Es lief eigentlich fast so wie in der Übung ab. Mit ein bisschen mehr Herzrasen, aber lief gut. Und was sagen die Prüfer? Hat Michaelas Leistung ausgereicht? Sie war sehr ruhig und strukturiert, sehr cool. Hat auch mit der Sondersituation, mit dieser Unterzuckerung, dieser Hypoglykämie sehr gut umgehen können, hat darauf die richtige Reaktion gezeigt. Als nächster ist Ben an der Reihe. Die Nervosität steht dem 26-Jährigen ins Gesicht geschrieben. Wird er die als bewusstlos geltende Puppe reanimieren können? Bekommt er die knifflige Situation unter Kontrolle? Okay. Rucksack bitte da, Sauerstoff daneben. Hallo? Hallo? Patient reagiert nicht auf Ansprache. Nein, reagiert nicht. Schauen wir mal. Wir hatten nichts im Mund. Mundraum ist frei. Du kannst keinen Puls an der rechten oder linken Seite feststellen. Abfahrtsbereitschaft ist hergestellt. Sauerstoff bitte noch. Und Patientenanschluss. Sauerstoff. Ja. Dann fangst du schon mal zum Drucker. Also dann Sauerstoff ist noch nicht dran, nur der Beatmungsbeutel. Elektrodenkontakt und Patientenanschluss überprüfen. Schock. Empfohlen. 8, 9, 30, alles klar. Zurücktreten. Weg vom Patienten. Weg. Ausgewertet. Achtung, Achtung, Schock. Jetzt darf niemand den Patienten berühren. Weiter drücken? Ja. Drückst du bitte 30 Mal. Wiederbelebung. Auf 25 zuerst mal laut runter. Alles klar. Doch die Puppe will nicht so, wie sie soll. Okay, kannst du dann aufhören? Zurück. Analyse-Taste drücken. Scheiße. Weg vom Patientenanalyse. Alles klar, bin weg. Achtung, jetzt darf niemand den Patienten berühren. Wechseln. Zurücktreten. Herzrhythmus wird ausgewertet. Wiederbelebungsmaßnahmen. Machst du nachher mit dem Tubus fest? Den fixiere ich als erstes, oder? Oder was anderes? Du kannst dabei fixieren dann. Okay. Der Patient zieht jetzt bei jedem Mal, wenn du auf den Thorax drückst, ein leichtes Stöhnen von sich. Okay, dann hör auf. Kann ich einen Puls fühlen? Du kannst zentral kräftigen Puls fühlen. Okay. Du hörst, wie das Notarztauto mit Sondersignal gerade herfährt. Und ich bin jetzt der Notarzt und komme zur Einsatzstelle jetzt dazu. So. Hallo, grüß dich. Gerzert, was haben wir? Wir haben einen Patienten sofort gefunden. Lässt sich relativ gut beatmen. Hat mittlerweile wieder eine Sinusrhythmus oder zumindest einen tastbaren Puls. Wunderbar. Peripher auch? Peripher auch. Super. Ja. Wir haben jetzt noch nicht auskultiert. Was fällt dir zu dem Thema Hitz und Haas bei der Reanimation? Soll ich noch weiter? Nee, wir können jetzt wieder stoppen. Der Patient hat es scheinbar überlebt. Hypoglykämie, kann da Hypothermie haben. Was haben wir denn noch bei Haar? Ben scheint auf dem Schlauch zu stehen. Auch bei den nächsten Fragen muss er nachdenken. Im Ernstfall würden jetzt überlebenswichtige Sekunden verstreichen. Ja. Was hast du bei S noch? Fällt dir gerade nur ein? Du wolltest es eigentlich schon machen. Ja. Und hast gesagt, nee, ich mach's später. Weil jetzt machen wir erst Analyse. Ja, auskultieren. Mhm. Was würdest du denn dann hören wollen? Ja, wie es Atemgeräusch ist. Also ob er beidseitig beatmet ist. Okay, alles klar. Vielen Dank. Gut. Maxi, du zusammenräumen. Du bist okay. Vorbei. Aber auch bestanden? Es könnte knapp werden. Ja, hätte besser sein können, aber er wird schon überlebt haben.
Überlebt, ja. Aber ob das zum Bestehen reicht? Die Prüfungssituation hat Ben zugesetzt. Doch Stress gehört bei diesem Job zum Berufsalltag. Was sagen die Prüfer zu seinem Auftritt? Er hat seine Aufgabe grundsätzlich erfüllt. Er hat also alle Maßnahmen, die dazu helfen, dem Patienten wieder das Leben zurückzuholen, erfüllt. Ja? Und dann merkt man schon so die Blockade, wenn man auf Fragen kommen, die man in dem normalen Unterricht schon eigentlich aus dem FF beantwortet. Jetzt unter der Stresssituation sind die weg. Der erste Teil ist geschafft, aber das Schwierigste kommt noch, die Fallbeispiele. Am meisten Respekt habe ich vor den Fallbeispielen, weil beim Fallbeispiel, da kann sich so viel ändern. Da kann der Prüfer von einem Moment auf den anderen das Szenario ändern. Ob sich Bens Befürchtung bewahrheitet? Bei den angehenden Rettungssanitätern in Regenstauf beginnt der zweite Prüfungstag. Heute stehen zwei praktische Übungen an, die es in sich haben. Morgen. Für die 24-jährige Michaela steht der Job auf dem Spiel. Obwohl sie gestern sehr gut abgeschnitten hat, fühlt sie sich heute nicht fit. Ich habe schlecht geschlafen heute Nacht. Ich habe wenig geschlafen. Die Nervosität steigt. Mhm. Die Prüflinge müssen zuerst einen Kranken transportieren. Hier geht es vor allem um so Punkte wie Empathie, Versorgung, Kommunikation und ja, was auch noch wichtig ist, ist auch das rückenschonende Arbeiten, Transfer vom Patient Ort A zu Ort B. Statt einer Puppe ist dieses Mal eine echte Statistin im Einsatz. Als erstes soll Ben die Patientin für den Transport aus dem Bett heben. Hallo, Neumann, Verbrettungsdienst. Meier, mein Name. Hi. Ist die Kälte normal oder ist es jetzt da? Nein, sie ist eher gefühlt sehr heiß. Sehr heiß, ja. Es ist ja fiebrig, genau. Ja, fiebrig und zittert auch so ein bisschen. Können Sie aufstehen oder? Also immer wenn sie sich aufrichtet, dann ist ja schon mal ein bisschen schwindig. Der 26-Jährige macht hier einen souveränen Eindruck. Legen die Arme hinten rum um den Hals. Gut festhalten. Okay. Bei drei stehen wir auf. Okay. Eins, zwei, drei. So. Dann langsam nach hinten. Sehr gut. Bei Ihnen passt soweit alles? Gut. Geschafft. Ah, okay. Gut. So passt es dann, oder? Haben Sie soweit eine Tasche irgendwie gepackt? Oder, ja, da ist mein Koffer. Da ist ein Koffer. Was ist da alles drin? Haben Sie Versichertenkarte drin? Alles, ja. Alles drin. Handy drin mit Ladekabel? Okay. Jetzt machen wir kurz ein Stück rückwärts. Nicht erschrecken. Jawohl, dann wir stoppen mal hier. Okay. Wir gehen davon aus, der weitere Transport verläuft so wie geplant. Das lief doch schon viel besser als gestern bei der Reanimation. Ben hat dieses Mal die Nerven bewahrt und die Situation gut gemeistert. Aber wie wird seine Kollegin Michaela bei der gleichen Prüfung abschneiden? Bei der Abschlussprüfung für Rettungssanitäter steht Kandidatin Michaela der Transport dieser Patientin bevor. Michaela, wie fühlst du dich? Gut. Gut. Ja. Du hast heute Dienst auf dem Krankenwagen. Mhm. Du wirst in die Klinik Regensburg geschickt, um dort in das Altenheim zurück zu verlegen. Also eine Heimfahrt. Mhm. Wo ist die Patientin? Die liegt auf der Behandlungsliege. Hallo, grüße Sie. Scharf, mein Name vom Rettungsdienst. Geben Sie mir mal die linke Hand. Rechts ist ein bisschen schwierig, gell? Grüße, Anna. Geht so auch. Wie fühlen Sie sich denn? Nicht so gut? Okay. Wir lagern Sie jetzt um auf unsere Liege und dann fahren wir Sie nach Hause. Okay? Mhm. Brauchen Sie keine Angst haben, wir sind da. Gehst du dann auf die andere Seite? Dann gehe ich auf die andere Seite, genau. Alles klar. So, dann drehen wir sie jetzt erst einmal auf deine Seite. Auf meine Seite drehe ich sie einfach. Genau, du nimmst sie am besten mit der Hand hier rüber, genau, an der Schulter und an der Hüfte. Dann hast du es stabil. Okay, dann drehst du es vorsichtig zu dir. So, der Kollege dreht sie jetzt zu ihm rüber. Auch wenn die Dame auf dem Bett keine echte Patientin ist und die Situation nur simuliert. Die Übung soll zeigen, ob Michaela gut mit Menschen umgehen kann. So, dann brauchen wir unser Rollbrett. Wenn du bitte auch mit rübergehen würdest. Rüber. Okay.
mit dem Tuch einfach. Mit Tuch? Genau, ist okay. Einfacher. Ja, ja, okay. Nehmen wir das Rollbrett hier rüber, dass die Patientin schon rüber rutscht. Wieder auf das Brett legen, bitte. Okay. Genau. So, dann nehmen da wollt ihr mit Tuch rüber, oder? Hier. Genau, richtig. Okay. Nimmst hier. Bitte hier und hier, genau, die Beine. Hier. Und wir passen auf den Kopf auf, bitte ganz besonders. Wer passt denn auf den Kopf auf? Das mache ich. Gut. Ich sag dann auch an zum Rüberrutschen. Jawohl. So, und bei drei bitte einfach rüber auf die Trage. Jawohl. Sind alle soweit? Ja. Wunderbar. Eins, zwei, drei. So, und schon haben sie es geschafft. Wir liegen auf unserer Trage. Okay. Wenn du soweit bist, sagst du ja, Bescheid. Ich ganz, klar, dann gehst du bitte einfach hoch. So, bin ganz wunderbar. Gut, perfekt. Okay. Alles gut. Okay, alles klar. Michaela hat die Aufgabe gemeistert. Obwohl sie vorhin noch an sich gezweifelt hat. Jetzt fällt die Anspannung ab. Michaela! Ja! Doch nach der Prüfung ist vor der Prüfung. Bis zur nächsten Aufgabe hat sie nur eine kurze Verschnaufpause. Das sogenannte Fallbeispiel. Die angehenden Sanitäter wissen nicht, was sie erwartet. Wir haben jetzt hier quasi eine Liste mit Nummern, wo hinterlegt ist, welches Fallbeispiel steht dahinter. Und die ziehen dann quasi wie aus einer Losbude hier ein Los, wo sie eine Nummer kriegen. Diese Nummer sagen sie uns am Anfang. Und dann gleichen wir das hier ab. Und dann wissen wir, welches Fallbeispiel die jetzt bearbeiten müssen. Letzte Anweisungen des Prüfers an eine Schauspielerin. Sie muss die Krankheitssymptome verschiedener Fallbeispiele beherrschen. Die Situation soll so echt wie möglich sein. Und jedes dieser Fallbeispiele hat im Sinne immer so ein Leitsymptom. Das heißt, wenn sie ein Symptom finden, dann haben sie im Hintergrund schon ungefähr das Wissen, in welche Richtung es geht. Und das müssen sie abarbeiten. Und diese Abarbeitung findet nach einem einheitlichen Schema statt. Das nennt man ABCDE. Und nach dem müssen sie vorgehen. Also man möchte quasi sehen, dass sie in der Lage sind, ein Notfallbeispiel abzuarbeiten, so wie sie es gelernt haben. Und dabei herausfinden, was ist jetzt mein Hauptproblem. Als erster kommt Ben dran. Er hat wieder eine Helferin dabei. Dennoch liegen die Nerven blank. Ja, Aufregung steigt, Nervosität steigt. Leicht schlecht, aber schauen wir mal, was wird. Bereit? Bereit, wenn Sie es sind. Wunderbar. Danke dir. Ich gucke jetzt mal schnell drin, was es ist. Und dann kriegst du dein Setting. Ja? Ja, ganz gut. Die Würfel sind gefallen. Die Frau muss akute Atemnot simulieren. Jetzt ist Ben gefragt. Jetzt, Angelika, jetzt sind's da. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Was wird Ben tun? Das weiß ich ja nicht. Schlecht Luft. Schlecht Luft, okay. Darf ich meinen Mund schnell reinschauen? Sieh ich da irgendwas? Der Mundraum ist frei, das ist weder irgendwelche Flüssigkeiten oder sonstiges. Okay. Also, ja, kein Zungenbiss. Kein Zungenbiss, kein Zungenbiss. Okay. Da müssen wir schon schauen, wie schnell das hier atmen darf. Dann darf man sich jetzt mal ein bisschen hochlagern. Okay. Ja? Okay. Sitzt du, gehst du dann hinter dir hin? Ja, mach ich. Ich setz mich mal hinter Sie hin. Dürfen Sie einer gerne anlehnen. Okay. Gut. Dann, sie hat quasi, ist es eher, also hat sie einen stechenden Schmerz auf der Brust? Nein, die ist aufgewacht, dann hat sie mir gesagt, du, irgendwas ist, ich krieg keine Luft, hat sie gesagt. Hör irgendwelche Atemgeräusche? Auskultativ hören wir beidseits vesikuläre Atemgeräusche. Beim Notfalltest der Malteser muss Prüfling Ben als angehender Sanitäter herausfinden, warum diese junge Frau an Atemnot leidet. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente? Keine Medikamente. Allergien haben Sie ja keine? Nee. Okay. Gut, auf der Notarzt, sagt grüß Sie, hallo. Was ist da los? Also wir haben die Patientin vorgefunden. Initial Sättigung bei 85. Sie hat ein leichtes B-Problem gehabt. Also kein A-Problem, sondern B-Problem. Sättigung ist mittlerweile bei 95, bei 15 Liter über Maske. Mein Verdacht wäre jetzt, Lungenembolie. Da hat sie irgendwelche Symptome, irgendwas, das Lungenembolie? Das, also die Schmerzen quasi im Brustbereich. Aha. Aber jetzt kein ausstrahlender Schmerz in die. Okay, super. Vielen Dank. Hier Trennung.
Du darfst nach draußen gehen, wir räumen wieder zusammen. Liegt Ben richtig mit seinem Verdacht auf eine Lungenembolie? Und hat er seine Diagnose korrekt hergeleitet? Wie beurteilt er seinen Einsatz? Es ging eigentlich. Man hat so gewisse Schemen im Kopf, wie die Krankheitsbilder ausschauen. Und genau, da arbeitet man dann eigentlich so sein ABCDE-Schema runter, was zutreffen könnte, was nicht zutrifft. Die Prüfer beratschlagen sich. Hat Ben überzeugt? Man konnte bei seiner Herangehensweise sehen, dass dieses ABCDE-Schema, was ja quasi der Kern auch ist, es sehr wichtig ist, initial auch die richtigen Fragen zu stellen. Und somit hat er innerhalb von kürzester Zeit, den ersten 20 Sekunden, schon den richtigen Weg eingeschlagen, zu sagen, okay, hier könnte eine Lungenembolie da sein, der Oberkörper muss hoch sein, er hat das B-Problem, also dieses Breathing, wie das heißt, erkannt, hat es dann begonnen zu bekämpfen. Währenddessen wartet Michaela noch im Foyer auf ihren Einsatz. Die 24-Jährige darf nicht durchfallen. Für mich steht jetzt die Karriere auf dem Spiel, ja, richtig. Los geht's. Gut. Du ganz viel Glück. Das schaffst du schon, gell? Bereit? Ja. Dann greif an. Gut, servus, dass du da seid. Schön, freu mich. Greifen wir's an. Das ist die Frau Meier-Müller-Huber, die ist 98 Jahre alt. Ich bin gerade gekommen, wir sind hier im Speisesaal. Ich weiß, irgendwie ist umgefallen. Man sieht schon, die hat da vorne hat eine Kopfplatzwunde ein bisschen. Christian, Anni, der Schrecken, mein Name ist Scharf vom Rettungsdienst. Was ist denn passiert? Sie sind gestürzt. Gestürzt, ja. Okay. Wissen Sie warum? Ja, ich bin gestürzt. Okay, gut. Einfach ausgerutscht oder irgendwas drüber gefallen? Ich bin gestürzt. Okay. Puls peripher kräftig tastbar? Der Puls ist peripher tastbar, ein bisschen Tachykard. Gut. Ist die Blutung spritzend? Nee, oder die Blutung ist ungefähr Kopfplatzwunde, ca. 3 cm lang. Okay. Mäßig blutend. Soweit ist der Schädel aber stabil? Der Schädel ist stabil. Okay, gut. Dann magst du bitte mal mit der Blutstillung beginnen und Druckverband anlegen. Machen Sie mir bitte den Mund auf. Der Mundraum ist frei. Frei, gut. Sie spricht mit mir, das heißt, die Atemwege sind frei, sie atmet. Dann legen wir jetzt bitte gemeinsam das Stiffneck an und du bleibst dann am Kopf. Warte, ich übernehme das jetzt. So, ganz vorsichtig anheben, minimal. Aufpassen, dass wir nichts einzwicken hier. Es ist ein bisschen unangenehm, gell? Aber einfach nur zu Vorsichtsmaßnahmen. Michaela scheint beim Versorgen der Patientin komplett in die Unfallszene einzutauchen. Dann messen wir noch den Blutzucker. Und der Blutzucker ist bei 105. Bei 105, das ist auch in Ordnung. Wann haben Sie das letzte Mal was gegessen? Ich vorher mal wieder gegessen. Okay. Vor einer Stunde. Gut, wunderbar. Der Notarzt ist jetzt da. Nun steht sie noch dem Notarzt Rede und Antwort. Karte und Satz. Dankeschön. Hat sie auch nichts vergessen? Was sagt Michaelas Bauchgefühl? Hat es gereicht? Ich bin tatsächlich, also von meinem Schema her, das wir so gelernt haben, dieses ABCDE-Schema, völlig abgewichen. Und ich habe gefühlt querbeet irgendwas gefragt, was mir gerade einfiel, weil ich mir eben auch immer im Hinterkopf hatte, wie würde ich es denn draußen machen? Wie würde ich es in freier Wildbahn, sage ich jetzt mal, machen? Und da arbeite ich ja auch nicht strikt nach diesem Thema, sondern ich schaue mir an, was ich denn an Symptomen vor mir liegen habe und versuche, die konkret zu behandeln. Ein Abweichen vom Schema kann auch riskant sein. Wie beurteilen die Prüfer Michaelas Vorgehen? Es ist die richtige Entscheidung. Dieses ABCDE-Schema, das man an die Hand bekommt, ist ein roter Leitfaden, an dem man sich einfach halten kann. Wenn man das immer tut, kann man nichts übersehen in der Regel. Und man findet immer so sein Leitsymptom oder eben das, was jetzt momentan vorrangig ist. Es gibt Situationen, da muss ich weggehen davon. Das hilft, alles andere hilft nichts. Das unterscheidet aber dann schon so ein bisschen den, nicht Amateur, aber so den Rookie, den Anfänger vom Profi. Und das hat sie tatsächlich gemacht, dass sie abgewichen ist von dem Schemata und konnte aber wieder einsteigen, was natürlich in so einer Prüfungssituation schon eine Herausforderung ist. Und von daher hat sie es sehr gut gemacht.
Aber reicht es insgesamt auch zum Bestehen der Prüfung? Die Kandidaten warten auf ihr Endergebnis. Neben den praktischen Aufgaben gab es noch einen schriftlichen und einen mündlichen Test. So, die Prüfungskommission ist fertig. Alle einfach mal mitkommen. Der Moment der Wahrheit naht. 520 Stunden haben die jungen Menschen in diese Ausbildung gesteckt. Hat es sich gelohnt? Dürfen sie sich ab jetzt Rettungssanitäter nennen? Für einige steht die berufliche Zukunft auf dem Spiel. Koordinator Christoph Buchner betritt den Raum. Wie werden Michaela und Ben abschneiden? Der Herr Neumann. Herzlichen Glückwunsch. Bestanden. Das ist gut. Dann kommen wir zur Frau Scharf. Frau Scharf ebenfalls bestanden. Glückwunsch. Michaela Scharf und Ben Neumann, beide haben es geschafft. Sie sind jetzt Rettungssanitäter und dürfen Einsätze fahren. Für Michaela beginnt nächste Woche der neue Job. Und Ben muss bei seiner Arbeit nicht mehr nur im Büro bleiben. Also sehr, sehr glücklich, sehr zufrieden. Also kann es gerade nicht besser sein. Ich bin froh, dass jetzt der Stress vorbei ist. Die Anspannung fällt ab. Und ich freue mich jetzt, dass ich mich Rettungssanitäterin nennen darf. Auch die anderen 11 Prüflinge haben bestanden. Die intensive Ausbildung hat den Lehrgang zusammengeschweißt. In Erinnerung wird ihnen weitaus mehr bleiben als nur ein Foto.